Die DHV News vom 19. März 2021. Herkömmliche Unternehmen investieren massiv in Cannabis. Termine. Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich muss mit einer schlechten Nachricht einsteigen. Ich bin weg. Nächste Woche Kettensägenmassaker im Wald. Da gibt es keine DHV-News, da müsst ihr euch gedulden. Zwei Wochen lang nicht wundern, wenn hier nächste Woche keine News online gehen. Alte Folgen gucken, wie immer, wenn hier Entzug angesagt ist. Wir haben ja noch einen Haufen Substitutionsmaterial im Kanal rumliegen. Vielleicht habt ihr noch irgendein Video nicht gesehen. Also, nächste Woche wird es ein bisschen grau und dunkel hier. Und dann will ich auch noch mal erwähnen an unserer Ausschreibung, die noch läuft. Ein politischer Referent, jemand, der politische Lobbyarbeit für uns macht, für die Legalisierung mit mir zusammen. Die Bewerbungsfrist geht noch bis zum 26.03. Also erwähne ich das hier wahrscheinlich zum letzten Mal und dann gucken wir mal, wer sich da so alles beworben hat. Ich bin gespannt. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis: Es geht um den Standort Berlin. Die Frage kommt immer wieder hier im Berliner Büro nach Corona, hoffentlich wieder auch mit einem real life Face-to-face face und so weiter. Also Berliner sind gefragt oder Leute, die umzugswillig sind. Ja, und noch ein Hinweis. Vielen Dank für die ganzen Rückmeldungen zum Urinvideo. Wir haben ja hier dieses Video gehabt, äh, diesen Battle zwischen mir und der SPD-Frau Kirsten Lühmann, ob die Urinkontrollen korrekt ablaufen oder nicht. Ihr habt ja jede Menge Feedback gegeben und äh, wir werden das verfolgen verarbeiten in einem Brief an Frau Lühmann und die anderen Mitglieder im Verkehrsausschuss und die Drogenpolitischen Sprecher der Parteien, um denen nochmal klarzumachen, dass tatsächlich Riesendrama angesagt ist mit diesen Urinkontrollen von wegen Frau Lühmann, die gesagt hat, ja, dat, wenn das überhaupt mal vorkommt, dann immer auf einer Toilette. Ja, wir haben 200... Antworten tatsächlich ausgewertet, wo vollständige Datensätze auf meine Fragen da waren. Vielen Dank an der Stelle auch an den Ehrenamtler, der das gemacht hat. Viel Arbeit, 200 Antworten schön in Excel Tabellen eintragen, in Grafiken eintragen und so weiter. Ähm, super Aktion. Auf jeden Fall von den Leuten, die da betroffen waren und Urinkontrolle, Schnelltests im Verkehr gemacht haben, hat fast gar keine eine Toilette gesehen. Ja, also das war wirklich selten. Ansonsten mussten die halt irgendwo in den Busch und was bei sich Toreinfahrt und so weiter. Also wirklich Demütigende Sache das Ganze. Und ähm, wenn dieses Video hier online geht, ist hoffentlich auch der Brief schon online, den werden wir komplett veröffentlichen auf handverband.de und dann findet ihr den auch hier in der Videobeschreibung. Ja, und dann war heute mal wieder so ein Tag, wie das manchmal so ist. Da recherchiere ich stundenlang und sehe hunderte von Nachrichten an mir vorbeiziehen, mal nur die Überschriften, mal die ganzen Artikel oder auch Videos und so weiter. Und manches ist interessant, vieles nicht so. Und das, was interessant ist, dann oft auch so, naja, für die News, so interessant jetzt auch wieder nicht. Ja, das kommt schön in meine Ordner, schön sortiert und gesammelt und so weiter. Und dann sitze ich da am Ende dieser stundenlangen Recherche vor einem weißen Blatt und weiß nicht, was ich euch erzählen soll. So war das heute mal wieder. Und dann ist eben die Frage, was machen wir jetzt? Und manchmal ist das ja auch so, dass viele von diesen kleinen unspektakulären Nachrichten, die eigentlich einzeln hier in den DHV-News nichts verloren haben, am Ende doch ein Bild ergeben und eine Story ergeben. Und so macht man das heute auch. Es geht um den wirtschaftlichen Einfluss von Cannabis, um Unternehmen, die investieren in Cannabis. Der Anteil übrigens der Nachrichten, die ich da so lese die ganze Zeit, wo es um Wirtschaft geht, um Aktienkurse, um einzelne Unternehmen, wie die sich schlagen und so weiter und so fort, wie deren Geschäftsentwicklung ist und so, der Anteil dieser Nachrichten an den Gesamt-Cannabis-Nachrichten wird immer größer. Auch ein Grund, da mal drauf einzugehen sozusagen. Ähm, was ich halt sonst dann oft auch einfach ausblende und sage, ja komm, Wirtschaftsfunk äh, gebe ich euch jetzt hier nicht andauernd. Viel davon ist euch auch nicht neu, das geht auch schon eine Weile. Zum Beispiel die ganzen US-Schauspieler und Rapper, die jetzt alle massenhaft investieren in diesen Cannabis-Bereich, die nenne ich jetzt gar nicht erst. Hat jeder von euch schon von irgendwem gehört? Äh, Rapper-Dings und Schauspieler-Bums, die irgendwie einen Haufen Geld investieren und eigene Firmen machen und so weiter und so fort. Ich verlinke euch ein paar Beispiele in der Videobeschreibung. Diese Woche ist zum Beispiel frisch dazugekommen, aktueller Fall sozusagen der US-Schauspieler Seth Rogen oder Seth, Seth Rogen, ja, mit TH. Warum, warum nennt man Leute nicht einfach nur TH? Seth, bekloppter Name, habe ich noch nie gehört. Naja, egal. Ich kenne den Typ auch nicht, aber er ist bekannt genug, da er in der Zeitung steht. Und auch in der Zeitung stehen auf jeden Fall Prinz Harry und seine Frau Meghan. Ähm, die haben sich ja gerade vom britischen Königshaus losgesagt. Riesendrama irgendwie. Und ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt noch Prinz nennen darf oder ob ich jetzt eine Copyright-Verletzung begangen habe irgendwie und jetzt ärger mit der Queen krieg. Auf jeden Fall haben sie die da rausgeschmissen. Die hatten keinen Bock mehr auf diesen royalen Trubel und müssen sich jetzt was anderes überlegen. Und auch da gibt es Gerüchte, dass die ihr Geld zukünftig für ihren royalen Lebensstil mit Cannabis verdienen wollen und angeblich in Kalifornien jetzt gerade eine Cannabisfarm kaufen für 9 Millionen Dollar, um da halt ein bisschen. Geld mitzumachen. Aber ist eigentlich auch noch nicht eigentlich der Kern meiner Story für heute. Auch nicht eben die Aktienkurse, die jetzt seit der Biden-Wahl Joe Biden in Amerika wieder massiv am Steigen sind. Vielleicht kriegen wir ja da mal so einen Chart eingepuzzelt, zum Beispiel von Soul, dem einzigen deutschen Aktienfonds im Cannabis-Bereich. Von daher keine Konkurrenz, da kann ich die auch mal erwähnen irgendwie. Wo es eben nicht nur um einzelne Firma geht, um ein einzelnes Unternehmen, wo man halt, ja, bei der einen geht es mal stark rauf, bei der anderen nicht so, beim anderen runter. Ja. Aber da sind viele Unternehmen in einem Topf und da sieht man halt schön die ganze Branchenentwicklung. Geht also deutlich nach oben, nach Tiefstständen im letzten Jahr, über den Sommer, Frühjahr und so weiter. Aber jetzt geht es richtig ab nach oben. Auch noch nicht meine Story, auch wenn es vielleicht viele von euch freut. Ein paar von euch haben vielleicht ja mittlerweile Cannabis-Aktien, kann man ja sehr niedrigschwellig mittlerweile über das Online-Banking mal eben für 100 Euro was kaufen. Würde mich interessieren, wie viele von euch Cannabis-Aktien haben. Ähm, vielleicht machen wir mal so eine Klick-Umfrage bei der Gelegenheit, War Wo Martin von wegen, ich habe Aktien, ich habe keine, das können wir mal machen, da oben einblenden irgendwo. Ja, was ist also weiter die Story, außer die Cannabis-Aktien? Ähm, es gibt auch sehr große Unternehmen mittlerweile, auch noch nicht der Kern meiner Story, aber sei auch erwähnt, die richtig riesig werden, vor allem kanadische Konzerne mittlerweile. Da ist ja jetzt der Recreational-Markt, der Genussmittelmarkt und der Medizinmarkt jetzt eine Weile legal und halt wirklich riesige Firmen, zumindest wertvolle Firmen, die sich da entwickelt haben auf dem Aktienmarkt und die auch auf Einkaufstour gehen und weiter wachsen. So haben kanadische Cannabiskonzerne zum Beispiel die THC-Sparte von BioNorica gekauft. Und die deutsche Webweiser-Firma Storz und Bickel, jeweils für dreistellige Millionenbeträge, auch schon jetzt wieder ein bisschen her. Ja, keine neue, furchtbare Neuigkeit, aber passt halt irgendwie alles ins Bild. Richtig spannend finde ich aber jetzt die Unternehmen, die sich das ganz jetzt eine Weile angeguckt haben, die bis jetzt gar nichts mit Cannabis zu tun hatten, wo richtig Geld dahinter steckt und die jetzt in den Bereich einsteigen. Weil das ist spannend. Erstens spricht das für eine weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz von so einem Investment. Ja. Und das andere ist, dass die Marketingabteilungen dieser Unternehmen, die ja nicht ganz klein sein dürfen, wenn die strategisch überlegen, okay, wo werfen wir jetzt ein paar hundert Millionen Dollar hin, die werden sich das schon überlegen und kommen dann eben zu dem Ergebnis, okay, das ist eine wachsende, boomende Branche und wir gehen davon aus, dass er das weiter boomt. Ja. Das heißt auch bis zur Legalisierung, dann letztendlich sehen die eigentlich keine Bremse, das wird passieren. Ja. Die das so einschätzen und eben dann auch weiter schieben in die Richtung, ist erstmal nicht verkehrt. Und das betrifft einerseits wieder Pharmaunternehmen, die sich ins Medizinbusiness einkaufen. Da haben wir auch einen ganz aktuellen Fall. Insofern, ich wechsle hier mal ein bisschen zwischen älteren Nachrichten und neueren. Aktuell, der irische Pharmakonzern Jess Pharmaceuticals übernimmt GV Pharmaceuticals. Das ist die englische Firma, die Sativex herstellt, dieses Spray. Also ein Ganzpflanzenextrakt, der auf THC und CBD ausgelevelt ist, sozusagen. Und ja, der einen ordentlichen Marktanteil hat in Europa, auch in Deutschland. Und diese irische Firma Jess Pharmaceuticals kauft GV Pharmaceuticals für umgerechnet 6 Milliarden Euro. Ein riesiger Betrag, den ich so in Europa noch nie gehört habe. Ja, wahrscheinlich tatsächlich GV, auch die wertvollste europäische Firma, ja, die wird jetzt von einem irischen Pharmakonzern geschluckt, als wertvollste Cannabisfirma in Europa, wollte ich sagen. Riesiger Deal. Ähm, und dann eben die Tabakunternehmen, die schon länger irgendwie gucken, ja, Tabak ist so ein bisschen auf dem absterbenden Ast, ja, ist ja, tötet ja auch die ganzen Kunden, ist auch blöd. Ähm, und die müssen einmal überlegen, wenn jetzt immer mehr Länder Tabak restriktiv angehen, der Konsum sinkt und so weiter, machen die jetzt ja, auch mit ihrer ganzen Kohle, ja, müssen ja weiter leben und investieren und so. Und die gucken natürlich auf Cannabis, auch Rauchware sozusagen, ist irgendwie auch naheliegend, ähm, und die haben schon lange Pläne in der Schublade. Hier und da blitzt man ein bisschen was auf davon. Aber jetzt äh, gehen sie halt richtig raus sozusagen. Und dann auch wieder eine aktuelle Nachricht. Der Tabakkonzern BAT, ein Riesentabakkonzern, hat für gut 176 Millionen Dollar Organigramm gekauft. Also ein weniger bekanntes Cannabisunternehmen. Ja, äh, kennen wahrscheinlich nur Eingeweihte irgendwie, aber 176 Millionen ist ja auch schon mal kein Pappenstiel. Kann sich so ein Tabakkonzern aber locker leisten heißt also ähm, die trauen sich jetzt ja so also in den USA so also verhaltene Pläne hört man die haben schon irgendwo mal ein Gelände gekauft wo man irgendwann anbauen könnte und so aber immer so die Angst der Stigmatisierung und im Moment kann man da noch nicht reingehen in dem Bereich ist ja noch irgendwie böse Droge hu hu aber jetzt gehen sie halt los und machen das halt jetzt weil eben der ganze Stigma so so sich langsam auflöst und ähm, ja das ist äh, eben der entscheidende Punkt genauso wie in Deutschland eben auch klassische Unternehmen und auch Unternehmerfamilien jetzt anfangen, in den Bereich einzusteigen. Ein Beispiel: die Seven Ventures GmbH. Die, das ist ein Investmentunternehmen, das hinter Pro7SAT1 steht. Auch nicht unbedingt bekannt für extrem liberal, linksliberal, ja, sind die jetzt nicht unbedingt. Ähm, die haben sich über einen Werbedeal an der Sanity Group beteiligt. Ja. Also die strahlen Werbung aus und kriegen dafür Firmenanteile. Und die T Group hat unter anderem die CBD-Marke a VAAY, schon massiv beworben hier in Berlin, immer andauernd vay werbung Ich weiß nicht, ob das überall da draußen so ist, aber auch online sieht man die viel. Also die haben schon jede Menge Werbung und jetzt kriegen sie noch mehr, jetzt kriegen sie Fernsehwerbung und dafür kriegt jetzt Pro 7, Sat. 1 Anteile an dem Laden. Dann haben wir die Krombacher Familie, die bei Demikan eingestiegen ist. Ja, also auch wieder vom Tabak äh, zum Cannabis, vom Bier zum Cannabis. Demikan ist eins der drei Cannabis-Unternehmen, die jetzt Cannabis als Medizin anbauen dürfen in Deutschland und Krombacher ist damit reingegangen. Und auch jetzt ganz neu, heute erst gelesen, der Multimillionär- und Versandhauserbe Frank Otto, ja, Otto-Katalog, ja, das, der ganz Jungen kennt vielleicht nicht mehr, aber halt riesen versandhaus Versandhausgedöne. Typ mit jede Menge Geld, ähm, bisher nichts mit Cannabis zu tun und ähm, ja. Der ist eben investiert in Cannacare Health GmbH. Heute gelesen, er hat nicht heute erst investiert. Muss ich auch dazu sagen, er ist da ja schon ein bisschen länger unterwegs. Aber neue Info erstmal wieder. Ne? Wieder so ein Typ irgendwie, der aus einem ganz anderen Bereich kommt und sagt: Jawohl, Cannabis ist es da, da haue ich jetzt mein Geld rein. Und diese Firma, wo der da beteiligt ist, die beliefert unter anderem Rossmann-Filialen mit CBD-Produkten. Jetzt hat er wieder Anteil auch verkauft irgendwie an internationalen Konzernen, ist aber da irgendwie noch mit, mit drin. Die wollen jetzt international werden, das Ganze groß aufziehen und so weiter. Also richtig dicke Dinger, die da abgehen im Moment. Und der Punkt dabei ist halt, dass solche Investments aus der Nische rauskommen, jetzt gar nicht mehr so was Besonderes mehr sind und sich äh, quasi in Unternehmerkreisen, groß- und industriellen Kreisen, sich die Leute da nicht mehr im Maul drüber zerreißen, sondern ja, das hat relativ unkompliziert, ohne böne Diskussionen über die Bühne geht, offensichtlich jetzt, vielleicht manche ein bisschen neidisch da hinterher gucken und denken so, wow, da werden wir vielleicht wirklich viel Geld verdienen da irgendwie. Also das ist wirklich eine gute Sache. Und wir wiederum vom Handverband sind dann dafür da, die Kundeninteressen äh, zu wahren, sozusagen Gegengewicht zu bilden, zu den ganzen Millionen und Milliarden irgendwie, die da auch irgendwie auf die Regulierungen einwirken. Ähm, und wir werden dann, wenn es soweit ist, wenn man wirklich über konkrete Legalisierungsschritte auch redet, bei richtigem Marihuana als Genussmittel, ist es natürlich unser Job dann zu sagen, das Ganze muss konsumentenfreundlich werden und nicht nur konzernfreundlich. Ja, also auch damit, liebe Mitglieder, die ihr Mitglieder schon seid vielleicht, ähm, auch das ist dann unser Job im Prinzip, diesem ganzen Geldgedöne äh, ein bisschen was entgegenzusetzen. Und je mehr wir sind, desto besser geht das. Alle drei Minuten wird in Deutschland ein Strafverfahren gegen Cannabiskonsumenten eingeleitet. Das sind laut polizeilicher Kriminalstatistik über 186.000 pro Jahr. Du findest das auch sinnlos und willst das Verbot endlich beenden? Wir kämpfen dafür und brauchen dich. Hilf jetzt mit deiner Spende oder Mitgliedschaft und mach mit uns Legalisierung möglich. Für nur 5 Euro pro Monat. Schluss mit Krimi. Cannabis normal. Einfach online anmelden unter www.handverband.de/unterstützen. Link in der Infobox. Das war mein großes Thema für heute. Ein kleines habe ich aber noch: Eine Mitmachaktion in Stuttgart. Unsere Ortsgruppe da hat sich gemeldet. Die macht mal wieder mit beim Bürgerhaushalt, wo Leute halt Vorschläge machen können, was mit Geld passieren soll und wo die Bürger dann abstimmen können, was jetzt eine wichtige Priorität ist zum Geld ausgeben, vielleicht auch zum Geld einnehmen. Und die Ortsgruppe hat da wieder ein Cannabis-Projekt eingebracht. Ich glaube, Modellprojekte sind es, weil es ist ja auch gar nicht so entscheidend. Hauptsache, jede Menge Leute stimmen dafür. Ja. Cannabis irgendwie, wenn man schon mal Bürgerbeteiligung hat, wenn wir schon mal was sagen dürfen, dann können wir da unsere Meinung abgeben. Und der Witz dabei ist auch, die machen das nicht zum ersten Mal, sondern schon regelmäßig. Stuttgart hat schon immer so einen Bürgerhaushalt, jedenfalls seit ein paar Jahren. Und ich habe noch mal geguckt, da habe ich auch alte Presseartikel gefunden und da steckt der Charme eigentlich der ganzen Sache drin. Die sind immer ganz vorne dabei, ja, von tausenden von Vorschlägen. Da den Artikel, den ich gesehen habe vor ein paar Jahren schon, waren die auf Platz 15 mit Cannabis-Thema im Bürgerhaushalt Stuttgart. Und solche Geschichten schaffen es dann auch in die Medien. Die haben ja rumspekuliert, wie haben die das überhaupt gemacht, da die Stuttgarter. Da sind noch ein paar Aktivisten hier, wie haben die 800 Stimmen hingekriegt. Ja, die sind eben nicht alleine da, ne, liebe Stuttgarter, hier sind noch ein paar... 10.000 Leute, die sich da reinziehen, die Informationen und ähm, 800 sind bestimmt aus Stuttgart wieder dabei, die das jetzt gerade sehen hier. Und bitte, der Link ist in der Videobeschreibung, klickt euch da mal durch und stimmt für das Cannabis-Projekt im Bürgerhaushalt in Stuttgart, damit es wieder schöne Presse gibt. Von wegen, wenn man Bürger fragt, sagen die immer Cannabis. Und jetzt komme ich zu den Terminen, Ortsgruppen, Treffen, online und so weiter. Ihr seid willkommen, aber eben nicht in echt, sondern nur im Bildschirm. In Karlsruhe trifft sich die Ortsgruppe am 20. März, in Hamburg Klönschnack 23. März, nochmal Klönschnack 30. März, Braunschweig 31. März, Koblenz 4. April und Stuttgart 6. April. Das sind die Ortsgruppentreffen, die freuen sich alle, wenn sie Zuwachs bekommen, Aktivisten, die mitreden, mitdenken. Vielleicht auch für Zeiten nach Corona, wenn wieder auf die Straße gegangen werden darf und Leute überzeugt werden darf und so weiter. Demos organisiert, naja, alles. Das war's für heute. Liked dieses Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen großartigen Abend.